In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ich das Thema Innenverkleidung umgesetzt habe. Für die Innenverkleidung benutze ich 4 mm Pappel-Siebdruckplatten. Die sind also hier mehrschichtig aufgebaut und haben jeweils diesen Überzug. Verkleidet wird das Ganze dann mit Filz. Das ist einmal von der einen Seite flauschig, von der anderen Seite fest. Die feste Seite habe ich aufgeklebt, damit die flauschige Seite dann im Wagen ist. Den Filz habe ich in Blau und in Grau verwendet. Um ihn aufzukleben, habe ich von Würth den Kraftsprühkleber Plus verwendet. Und um hinterher die Platten an die dafür vorgesehenen Stellen zu schrauben, habe ich Spenglerschrauben verwendet, hier in 25 und 20 mm Länge. Die haben also von Haus aus diese Unterlegscheibe mit der Gummierung unten dran. Hier entsteht ein bodentiefer Kleiderschrank. Die Rückseite des Schrankes verkleide ich mit einem festen Stoff. Das geht schnell, ist günstig und spart Gewicht. Für die Deckenbefestigung kommen jetzt hier nochmal quer Latten hin. Da habe ich die schon mal zurechtgesägt. Ich werde wieder diese angespitzte Schraube benutzen, damit ich die Bohrung oben abgreifen kann. Hier sieht man sehr gut die eingezeichnete Mittellinie und wie ich dann hier angekratzt habe, damit ich den Punkt für die Einziehmutter finde. Das Ganze bohre ich jetzt wieder mit 8 mm auf und hier kommen jetzt später Senkschrauben rein, also werde ich die Bohrung auch ansenken. Ich habe den Holm entfettet und jetzt nochmal Silikon aufgebracht. Das gibt dann nochmal zusätzlichen Halt, wenn ich jetzt an den zwei Schraubpunkten mit den beiden Einziehmuttern die Latte dort oben anschraube. So. Ich muss also jetzt hier so angebracht werden. Ausrichten. Ja, das ist gerade. Jetzt ziehe ich das hier an.
drücke das somit ans Silikon. Einmal. Perfekt. Das Ganze mache ich jetzt noch eins, zweimal. Hier seht ihr den ersten Teil der Deckenverkleidung. Der geht also bis hier vorne hin. Hierhinter wird dann der zweite Teil kommen, der die Aussparung für den Lüfter noch hat. Und hier kommen überall die Hängeschränke hin.
In der nächsten Folge geht es um den elektrischen Anschluss des MaxAir und des Fiama Deckenlüfters sowie um den Einbau und Anschluss des MaxAir Verdunklungsrollo mit LED-Beleuchtung.